Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest, was gerade 3 FPS hatte. Ahoi. Ahoi, wieder mit Freddy. Ah. Wie ich glaube, momentan jeder Part. Und jetzt gibt's hier erstmal aufs Maul. Ja, das ist jetzt Part 6 hier, soweit ich das sehen kann. Hauptsache du. Ich sterb gleich mal zum ersten Part, weil sie sich nicht heilt. Lampe. Welches Level bist du? 7. Ich bin geringeres Level als wir. Gib mir meinen Grabstein wieder. Hä, hey, wir sind ja auch weiter. Ja, aber nicht viel. Kriegen wir eigentlich mehr Erfahrung, werden mehr Spieler? Also. Ich glaube, die Erfahrung ist angepasst. Ach so. Und der Schwierigkeitsgrad auch. Stand da zumindest. Ich leg mich mal kurz auf den Boden. Mach das. Oh, fuck, man, das ist angenehm. Oh, doch nicht, oh mein Gott. Ja, ich glaube, Freddy muss noch ein bisschen ausnüchtern. Dein Gepäck ist voll. Na, nüchtern bin ich schon, aber ich übertriebene Bauchschmerzen. Alter, was bin ich denn für ein Profi? Ich beende den Part mit dem vollen Inventar. Freddy, hast du einen Timer gestartet? Pff, am Arsch. Startest du mal bitte kurz ein. Ja, klar. Mach jetzt mal noch so 18 Minuten. Achso, du hast doch gar keine. Du hast doch nicht 2 Minuten aufgenommen. Was ist los mit dir? Egal, muss nicht immer 20 Minuten sein. Mein letzter Meat Boy Part ist auch nur 18, 16 Minuten lang wegen Kirschi. Danke, Kirschi! Wo ist denn Arschloch. meine Uhr? Da. Kirschi meldet sich übrigens nicht mehr. Weißt du, was mit ihm los ist? Ja. Nee. Ich habe ihn angeschrieben heute und gestern und der meldet sich einfach überhaupt nicht mehr. Dreckiges Arschloch. Oh, ich bin gelevelt. Ja, Hauptsache ich skill überhaupt nichts. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich nehmen wollte. Du wolltest entweder. Moment mal. Ich wollte Bogen und Speer nehmen. Ja, du wolltest jetzt Jagd machen nach altem Ja. Multiplayer, wolltest du was anderes nehmen? Genau. Die kann ich. Alter, ist die gut, Mann. Die macht aber weniger Rüstung. Ich zieh die mal an. Oder wir scheißen auf Energie und machen die. Okay. Also hier in Kirche gestern angeschrieben hat, mir nicht geantwortet. Ich habe ihn heute angeschrieben und mich nicht geantwortet. Gestern Er auch war das nicht, letzte Mal vorgestern mit auch dem nicht. Handy vor 29 Minuten Facebook an. Und gestern hat er was gepostet. Was ein dreckiger Asi. Wollen wir ihn schlagen dafür? Ja, bin dabei. Stärke 80, 24 Rüstung, aber den behalte ich. Was ist das für ein Speer? Der Speer hat 27. Ah, mir ist ein bisschen schlecht. Ah, kenne ich. Fuck, ich weiß nicht, wo mein Wasser ist. Eins steht, glaube ich, noch Weißt du, bei was mir. das Schlimmste ist? Ja, was denn? Ich bin in einer anderen Boxershorts aufgewacht, als ich am Abend anhatte. Würde ich mir vielleicht Gedanken drüber machen. Ich mir auch. Alter, Freddy, wie voll warst du denn bitte? Ja, geht so. Ja, hört sich genau so an. Weil nur Apfelsaft, ne? Ja, nur Apfelsaft. Scheiße, Mann. Alter, scheiße, warst du voll. Hauptsache, ich habe erst einen einzigen Dingens gefunden. Ein Stift? Genau, ein Stift. Schmiedest du gerade? Nein? Hast du gerade irgendwas zusammengeklatscht oder was war das für ein Geräusch? Amulett. Achso. Auf Wiedersehen. Okay, hier war ich gut. So, super, dann können wir jetzt mal weitergehen. Guten Tag. Tschüss. Beehre Ciao. mich bald wieder. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Also LPT wollen wir ja nicht mehr aufnehmen heute, ne? Warum nicht? Weiß nicht, wenn wir dann 3 Wochen im Voraus haben und ein bisschen raus sind. Ja, aber wir müssen doch sowieso noch die andere voll machen. Wieso? Wir haben fünf Parts jetzt. Wir haben fertig. Moment, ich lese mal kurz nebenbei. Bis Part 3. Wie? Nee, stimmt, bis Part 5 haben wir aufgenommen. Ja. Ja, genau. Und dann brauchen wir noch Part 6 für einen. Ja. Genau, dann haben wir 3 Wochen im Voraus aufgenommen. Und ich würde sagen, dann machen wir es so, dass wir immer, wenn wir einen Part hochladen, an dem Tag auch einen Part aufnehmen halt. Das ist voll dumm. Wieso? Dann kommen wir nie raus.
klar. Nein. Glaub mal. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir zwei Parts die Woche aufnehmen. Oder wenn wir Lust haben, halt auch mehr. Ich hätte auch Lust, mehr hochzuladen. Das geht halt mit unserer Leitung nicht. Ja, leider. Ist halt nicht drin. Leider. Dim, 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 dim. Sonst würde ich eigentlich gern jeden Tag ein Part hochladen. Ja, aber das ist nicht so schön. Nee, das ist mit unserer Leitung echt nicht drin. Also ich könnte es machen halt, aber... Ganz ehrlich, wenn du es nicht hast, macht es auch keinen Sinn. Sind wir mal ehrlich. Okay, irgendwie schnetzel ich hier gerade leichter durch als im Single. Als im Multi. Sorry. Liegt vielleicht auch nur daran, dass im Multi alles schwerer ist. Wir haben übrigens Leute dazu bewegt, wieder Titan Quest zu spielen. Wen? Einen Kollegen. Achso. Es gibt... War ich in dem Ding drin, ne? Ich glaube, da habe ich letztes Mal vor aufgehört. Ja, es gibt. Ich bin gerade am Rechnen. Das ist 74 Artefakte, die man herstellen kann. Woher weißt du das? Und auf der Internetseite. Was musstest du jetzt rechnen? 35 plus 22 plus 17. Was ist deiner Meinung nach das Beste? Weiß ich nicht. Die Hälfte davon kann man nicht an. Nein, 90% kann man nicht anklicken, weil das einfach eine scheiß Seite ist, die nicht so weiterentwickelt ist. Wie stellt man nochmal Artefakte her? Man stellt doch Artefakte mit so einer Rolle her. Auf jeden Fall, das weiß ich. Und was noch? Du musst zu so einem Enchanter gehen. So ein Typ mit einem Blitz auf dem über dem Kopf. Und dann muss man da halt so ein. So was wie Wildschweinhaut oder sowas wie Herakles macht da reinpacken. Ja, das wusste ich jetzt noch. Und dann noch halt. So eine Rolle für die meisten. Also, was wir da kaufen konnten in TGA. Und Hauptsache wir spoilern schon mal die Leute. Moment. Ach nee, gar nicht wahr. Warte mal. Ich guck gleich mal nach, in welchem Part sind wir Tegea? Tegea sind wir in Part 5. Ja, okay, dann spoilern wir die Leute gerade. Ist egal. Weil dieser Part kommt diese Woche Donnerstag, also nächste Woche Donnerstag so gesehen. Ja, und ich hab nämlich jetzt schon nichts mehr, Alter. Für zum Beispiel Sonnenstein braucht man Essence of the Domain of Dragon Kings, Essence of the Monkey Kings Trickery und Raptor Tooth. Das eine gibt's in Asien, also den Raptor Tooth gibt's in Asien, das weiß ich. Ich denke mal, alle gibt's davon in Asien. Was? Ich denke mal, alle gibt's davon in Asien. Weiß ich nicht. Weil Domain of the Dragon Kings und Monkey Kings. Kann ich mir vorstellen, dass es asiatische Items sind. Ja gut, das hört sich ja asiatisch an schon. Die Giftkrähen sind so mies, ey. Ich war noch nie in Asien. Ernsthaft also nicht? So selber hingespielt. Ich hab da irgendwie mal mit so einem Cheat oder irgendwie so war ich da mal, aber sonst war ich da nie selber. Also hingespielt habe ich auch schon. Irgendwie haben wir im Multiplayer ziemlich viel Glück mit den Items, die wir finden. Warum? Du hast schon zwei blaue gefunden, oder? Ich hab so einen Bogen, glaube ich, gefunden. Oder hast du den gefunden? Den habe ich gefunden. Und du hast zwei andere blaue gefunden, ne? Ja, die Waffe von dem Typen da. Ja, genau. Mit dem Centaur und... Weiß ich nicht. Das ist schon ziemlich viel Glück, was wir da haben. Ja, schon.
So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und man muss sich so eine arkane Formel kaufen, um so was herzustellen, so Scrolls oder so. Ja, ja, das weiß ich noch. Und mit denen, so, das ist halt unterschiedlich, was man dafür braucht. Woher ist das? Weiß ich gerade nicht mehr. Für Amber Flask braucht man zum Beispiel Artemis Bowstring, Pristine Plumage und Turtle Shell. Okay. Ich freue mich schon auf im Multiplayer die Traumwelle. Warum? Weil die total OP ist. Sag mal, hatten wir in dieser Gruft auch Zombies? In welcher Gruft? In der Gruft. Welche Gruft? In der Gruft, in der wir waren. Wir waren in zwei Gruften. Vor TGA. Da hatten wir nur Skelette und dieses Skelett-Magier. Ja, hier sind nämlich gerade Zombies. Wie sehen die Zombies da aus? Kenne ich gar nicht mehr. Die Zombies. Google kurz, ne? Okay. Ich hab echt keine Ahnung, woher das ist. Ach so, die zu. Ach, ich hab die Zombies gehasst damals. Die sind mega schwach. Die aber, die sehen aber so hässlich aus und bah. Und die verlieren den Kopf. Nee, doch nicht nur den Helm. Ich hätte jetzt echt gern langsam mal einen blauen Gegen. Noch mehr kannst du nicht tragen. Hauptsache, ich bin jetzt schon voll. Oh, was läuft, was läuft? Wow! Ich stand gerade in so einer Giftwolke. Das war echt heftig. Ich kann doch nicht sein, dass ich das Cyclops gab's ja auch. Was für ein Cyclops? Zyklop. Ach so, ja. Was es für Viecher gibt, ey. Ja, gibt's ganz schön viele. Gibt eigentlich voll wenig. Nein, man, voll viele. Anuran, Bad, Bogdweller, Boss. Du siehst ja alle im Outro, wenn du das Outro laufen lässt. Da sind alle drin, in den Credits. Das sind Hintergrund. Spinnen? Ja? Ciao, das war's mit dem Let's Play. Komm in TGA. Ciao. Ach, stimmt. Nee, das waren doch diese Arachnoide. Ja. Ja. Aber es gibt hier Giant Spider. Und Spider ist für mich kein Arachnoid. Du weißt aber schon, was Arachnoid heißt, oder? Ja, ein Arachnoid ist ein Spinnenmonster. Genau. Arachnide sind nur Spinnen. Arachnoide sind Spinnenmonster. Jedenfalls gibt es Spinnen. Ich weiß aber nicht, wo sie kommen. Google mal kurz. Am Arsch. Am Arsch. Ich verkaufe hier erstmal alles. 4 Rüstungen und 58 Leben. Der ist schlecht. Brauche ich nicht. Schlecht. Das ist ein Peng. Verringerung aller Anforderungen. Achso, zum Glück gibt es hier keine Bilder, ist auch okay. Alter! Gesundheit. Gesundheit. Oh, da habe ich mal kurz mein Mikrofon hochgeklappt, das war ja assi von mir. Normalerweise niese ich ja ungern im Let's Play, aber irgendwie geht's mir. Ich mach das gerne. Ich nicht. 12 Rüstung, 13. Was sind Megalesios? Weiß ich nicht. Ach, Telkine. Ach du Scheiße. Oh nein, die Telkine, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ey. Gibt's nur 3 Stück? Ja. Kommt immer eine eines Level, also eines Akt? Ja. Chillig. Legos ist eigentlich das letzte Gebiet etwa. Hades? Nein, das da vorne, also das letzte vom normalen Titan-Quest. Olymp oder so. Olymp ist winzig, das ist ja nur der Endgegner. Ach so, sorry. Das letzte Gebiet ist Asien. Das ist riesig. Ist Griechenland das kleinste? Weiß ich nicht. Muss Leon fragen. Oder mir schreibt es jemand in die Kommentare, wie normalerweise halt. Ach so, ja. In Ordnung. Was ist Skarabäus? Skorpion. Ach so, das ist ein Käfer.
Ja, stimmt, das ist ein griechischer, ein ägyptischer Käfer. Klar, und Hauptsache mir wird erstmal geschrieben. Was bist du denn? Boah, ich kann meine Maus gar nicht bewegen. Das war scheiße. Was ist was? Ein Dragon-Lecher. Ein Leech, oder? Dragon Leech, also Englisch, keine Ahnung, was auf Deutsch ist. Vielleicht ein Drachen Leech oder so, keine Ahnung. Hast du ein Foto dazu? Ja, das sieht aus wie ein Drache mit einem Hühnchen gekreuzt. Schick mal, Link. Nee. Bitte. Das hört man deine Aufnahme dann. Egal, man hat's gerade schon gehört, wer mir geschrieben hat, und es war bestimmt gay. Ich glaub nicht. Meinst du? Mir hat er nämlich auch nicht geantwortet. Vielleicht hasst er mich rein von los, kann ich auch verstehen. Ja, tut er. Achso, ist hübsch. Check. Die Dragon Leech kam aber nur auf Epic oder Legendary. Ah, nice. Ich werde das Spiel auf jeden Fall mehr als einmal durchspielen. Wirst du nicht. Zumindest im Multiplayer. Du musst das Spiel dreimal durchspielen. Singleplayer, Multiplayer mit Leon und Multiplayer mit mir. Multiplayer mit Leon klappt eh nicht. Achso, stimmt. Wie er dann auch noch meinte, als er so total nüchtern bei mir saß. Ja, ich level einfach so weit und zocken wir zusammen. Achso, ja, natürlich. Und wir beide denken so, nein. How about no? Ich meine, wenn er jetzt wirklich mal durchgehend Zeit hätte oder so, ja, aber er meinte immer, nö, ich hab keinen Bock, lass mal einfach so spielen. Was ist ein Sand Raid? Ein Sandwurm. Oder Dread? Was? Ein Sandwurm? Also ich glaube nicht, dass Red ein Wurm ist. Was ist das denn? Guck's dir halt an. Es hat kein Bild. Oh. Titan Quest hat nicht so eine große Community. Naja, was, die Telkien sehen anders aus? Ja. Achso, ich dachte, alle sehen genauso gleich aus wie die andere. Nee, ich weiß aber nicht genau, wie sie aussehen. Ist zu lange her. Also mega Loster, dass der Typ, den man als erstes sieht. Arctaios. Sieht so ähnlich aus wie der, aber ein bisschen mehr nach Fisch. Ich wurde gerufen. Achso, das sind alles Fische, nur der hat so einen Mantel auf und der zweite hat kaum Mantel mehr. So weniger Mantel. Hast du mich gerade gerufen? Ich? Ja, Fisch. Achso, ja. Und der letzte Telkien hat gar keinen Mantel mehr. Der ist einfach nur ein Fisch. Also das bist nur du. Okay. Ich sehe bestimmt besser aus. Ja, natürlich. Danke. Mach ich gerne. Was ist ein Manticore? Was bist du denn? Ciao, das war's. Was ist es denn? Es ist ein... wie beschreibe ich das? Es sieht aus wie ein Löwe mit einem Goblin-Kopf. Ah, ja, kenne ich. Die sind ziemlich groß, ne? Keine Ahnung. Ich sehe einfach nur gerade so ein Dings da, so ein Bild. Und dann hat der noch Stacheln am Schwanz und Flügel. Ja, das ist ziemlich cool. Und ziemlich stark sind die, glaube ich, auch. Kommen halt auch in Asien. Die meisten, ja, das ist Bossgegner. Die meisten Gegner gibt's halt in Asien. In Ägypten gibt's hauptsächlich Käfer, Schlangen und... Nee, Schlangen? Schlangen gibt's in Griechenland schon. Nicht Schlangen. Hier diese... Ja, diese Frauen da. Ja, genau. Ja. Syren? Nein. Ja, genau, Syren. Oh, Jan, du... Fischi, du bist ein Held. Wie hießen die nochmal? Das waren diese Medusas. Ja, genau, Medusen. Diese Huren. Es gibt Talos? Ja. Der Typ aus Skyrim? Griechenland, glaube ich. Ja. Oder? Stimmt, man darf auch so ein ganzes Dungeon mit diesen ganzen Konstrukten da. Konstrukten? Ja, von den, ich hab schon wieder vergessen, wie sie heißen, von den Schlampen. Bitch. Nein, ich meine gerade Talos, Master Automatoi. Warte, weiß ich nicht mehr. Das sind diese Roboter. Wo kommen die? Akt 1. Davon gab es doch ein ganzes Dungeon, wo dann richtig viele Fallen da waren und alles. Ach, die Viech, oh nein. Die hasse ich ja. Was bist du denn? Hauptsache, er spoilert euch schon mal über alles.
Was bist... Ahoi. Oh, ich höre deinen Timer. Das heißt, wir müssen jetzt... Ja, bestes Lied überhaupt. Bestes Lied EU. Wir müssen jetzt gleich Feierabend machen. Dann porte ich nochmal kurz zurück in die Stadt und ich glaube, ich nehme jetzt gleich noch einen Part auf. Ja. Weil dann habe ich für diese Woche was und für nächste Woche. Dann würde ich sagen, verkaufen wir nächsten Part erstmal gleich am Anfang. Und ich würde sagen, hat mich gefreut, Leute. Wäre schön, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nichts, sagt like mal warum. Das. Müsst ihr aber nicht machen. Ihr liked das jetzt. Okay, Freddy befiehlt es euch. Ich nicht. Ansonsten verprügeln wir Kishi. Jetzt ja. Gibt ihr doch nicht Ansporn, nicht zu liken. Okay, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.